ich bin hier als Praktikerin eigentlich eingeladen und bin im Landfrauenservice natürlich tätig. Wir bewirtschaften einen Betrieb mit dieser Einkommenskombination Tierhaltung und also eine Raumvermietung und auch Gästeführerin. Also es ist in meiner Person so, ja, Nebenerwerb für einen Betrieb, also und die ein zusätzliches Einkommen wünschen. Also wie gesagt, der landwirtschaftliche Betrieb in unserer Umgebung bietet ja viele Chancen, um hier im Rheinland unternehmerisch tätig zu sein. Und das kommt eigentlich bei der Bevölkerung gut an. Das Image der Landfrau ist eigentlich sehr gut. Also Fleiß, Sauberkeit, Bodenständigkeit, wie Sie vielleicht in Rheinland-Pfalz auch schon erlebt haben. Also das könnten wir so eigentlich wirkungsvoll nutzen. Aber diese Eigenständigkeit, die ist für die Landwirtsfamilien hier von großer Bedeutung. Aber hier sind nun mal ganz andere Strukturen im Rheinland. Wir haben ja mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Also wenn wir hier unseren landwirtschaftlichen Betrieb führen, das ist nicht so einfach, weil städtebaulich, das geht immer weiter, die Landschaftsschutzgebiete, die Wasserschutzgebiete, alles was uns so betrifft, wird immer weiter ausgewiesen. Und das ist für unsere Betriebe nicht sehr einfach, also auf diese ganzen Dinge zu reagieren. Aber der Landfrauenservice, der ist da entstanden, dass der Träger des Projekts war die Rheinische Landfrauenvereinigung und die Landwirtschaftskammer Rheinland. Durch die finanzielle Förderung des MoonLVs ist es erst möglich geworden, dass wir so einen Verein gegründet haben. Zielsetzung war es eben, dass eine Einkommenssicherung der landwirtschaftlichen Familien im Vordergrund stand. Und die Projektträger wollen durch diese umfangreiche Qualifizierung Landfrauen bei der Planung und bei der Umsetzung von Einkommenskombinationen unterstützen. Zielgruppe waren eben die Landfrauen, insbesondere aus landwirtschaftlichen Betrieben, da man sich auf einem Hof eine neue Dienstleistung erschließen muss, weil uns die Fläche teilweise fehlt. Wir können nicht hier wie in Brandenburg mit solchen Hektargrößen aufweisen. Also wir müssen hier schon uns ganz, ganz anders orientieren. Und die Neigung und Fähigkeit der Landfrauen sollte in Leistungen umgesetzt werden, die von Verbrauchern hier im Rheinland nachgefragt wird und eben gegen Bezahlung in Anspruch genommen werden kann. Die Region Niederrhein hat sich hier, ich komme eben vom Niederrhein, durch eine geografische Lage zu einem interessanten Naherholungsgebiet entwickelt. Und da haben wir eben den Leuten etwas zu bieten. Und ich denke, da ist der Landfrauenservice auf dem richtigen Weg. Aber ich möchte da auch nicht diese ganzen Ausführungen, die kennen Sie bestimmt auch schon alle, was Landfrauen alles ausführen. Also am 28.2001, wir sind jetzt über 11 Jahre am Markt und wir konnten ein vielfältiges Angebot präsentieren. Gästeführung, Kinder auf dem Bauernhof, dann auch nochmal Führungen für Leute aus der Stadt. Vom Blumenservice über Gartenservice und Backservice und Bauernhofcafés, die sind, glaube ich, allen inzwischen bekannt. Also Partyservice und Raumvermietung, es sind vielfältige Dinge, die Landfrauen inzwischen in ihren Betrieben führen, um nicht eben noch weiter wachsen zu müssen in eine Dimension, die wir uns vielleicht alle nicht wünschen. Wie gesagt, vieles ist nicht mehr so wie vor 11 Jahren. Längst haben viele da ihren Weg gefunden. Und das Büro, was wir gegründet haben, das Vermarktungsbüro, da besteht dann manchmal kein Interesse mehr, weil jeder hat so seinen Weg gefunden und das ist dann wiederum ein Büro zu unterhalten, ist mit sehr großen Kosten verbunden und das Geld ist einfach gar nicht da. Und viele, die ein Bauernhofcafé oder ihren Weg gefunden haben, wollen auch gar nicht mehr von diesem Büro gemanagt werden. Da wir eben kein Geld mehr haben, in dem Sinne, um weitere Frauen können auch weitere Frauen nicht geschult werden oder wir müssten ja neue Ideen entwickeln. Nach 10 Jahren hat die Welt sich schon wieder ein bisschen gedreht und da müssten wir doch weitere Dinge, also Ideen entwickeln, um aus dieser Schiene, die wir da aufgebaut haben, dass wir das weiter verfolgen können. Weitere
Probleme entstehen durch die regionale Unterschiedlichkeit. Also die Hoflagen sind sehr, sehr unterschiedlich und Sie wissen das, wie schwierig es ist, da eine Selbstständigkeit aufzubauen. Es entsteht auch immer weniger Selbstständigkeit, ist meine Erfahrung auf den Höfen, durch eben eine überbordende Bürokratie. Da kommt man sich ja dann manchmal vor wie David gegen Goliath. Und da könnte ich einige Beispiele nennen. Und da werfen dann viele Landfrauen das Handtuch und suchen sich dann eben einen anderen Arbeitsplatz. Das ist einfacher, als selbst und ständig also den Kampf ums Überleben zu führen. Ja, das heißt nun mal so, inzwischen versucht dieser Landfrauenservice einmal im Jahr so ein Hoffest zu machen, um die Leute, die hier in der Region leben, auf sich aufmerksam zu machen, um auch Quereinsteigerinnen, also für den Landfrauenservice eben zu gewinnen. Wie sich alles weiterentwickelt, ist in dieser schnelligen Zeit sehr schwierig zu sagen, aber ein großes Ziel wäre es doch, weitere Frauen in diese Selbstständigkeit zu bringen, um vielleicht dem Höfesterben ein bisschen entgegenzuwirken.